Miss Venny hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, wie weiß ich, an welcher genauen Position auf meinem Thumbnail die Videodauer angezeigt wird? Gibt es dafür Vorlagen, die das anzeigen, an welchen man sich orientieren kann? Nein, die gibt es eigentlich nicht. Ich habe allerdings eine für euch erstellt. Mehr dazu erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und grundsätzlich ist das ja erstmal schon mal eine sehr gute Überlegung und eine, die sich alle überlegen sollten, die ich auch immer wieder falsch sehe. Unten rechts auf dem Thumbnail wird diese Zeit drüber geblendet. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass da nichts Wichtiges ist. Also gerade wenn du Schrift unten bei deinem Thumbnail hast, sollte die nicht von dieser Zeit überdeckt werden, weil dann kann man sie halt einfach nicht lesen. Das heißt, es ist ganz wichtig, beim Design im Hinterkopf zu halten, dass da ja diese Zeit steht. Die genauen Positionen dieser Zeit variieren je nach Größe, denn die Zeit wird eigentlich immer gleich groß angezeigt, aber manchmal werden die Thumbnails größer angezeigt. Wenn man zum Beispiel am Smartphone ist, wo sie ein bisschen größer angezeigt werden, natürlich in kleinen, aber wo die Zeit relativ klein ist, dann macht sie nur einen kleinen Bereich aus. Wenn man jetzt allerdings das sehr klein zum Beispiel am Computer sieht, dann ist es häufig so, dass man da auch einen sehr großen Prozentsatz quasi von dem Bild, von der Zeit überdeckt wird. Tatsächlich ist das Maximum und das sollst du auf jeden Fall, also das ist der absolute Maximalbereich, wenn du den beachtest, dann kannst du nichts falsch machen, sind vom rechten Rand aus 25% des Bildes nach links und vom unteren Rand aus 20% des Bildes nach oben. Das ist wirklich das Maximum, was das ausmachen kann. Außerdem ist es ganz wichtig, dass man sich auch im Hinterkopf behält, dass hier unten auch noch jetzt diese Leiste angezeigt wird, wie lange das Video angesehen wurde. Das sind nur so ein paar Pixel, aber auch die sollte man natürlich nicht vergessen. Miss Venny hat mich nach einer Vorlage gefragt und die habe ich euch deshalb auch erstellt. Wenn du auf diesen Link klickst, dann kannst du dir eine Vorlage herunterladen, wo du das nochmal genau hast. Und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls du eine Frage hast, schreib sie unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.